Ja, servus meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Mit Finny, Anne und Leonie, die da hinten schon das Futter vorbereitet. Alle, die unsere Filme regelmäßig gucken. Und wenn ich den anderen Nachtangelfilm auch schon geschnitten habe und die alle in Reihenfolge kommen, dann wisst ihr, wo wir sind. Wir haben jetzt schon eine Nacht hier am dem Gewässer verbracht und zwar da oben im Zelt. Richtig geil, richtig angenehm. Und ja? Und Papa hat gesagt, dass hier waren sogar Mäuse und Ratten. Ja, hier waren Mäuse und Ratten unterwegs, wo man hier immer die Nacht zu den Angeln musste, weil ihr Bissen hat. Das ist hier vorne husch, husch, husch immer hin und her gerannt. Und es war heute früh richtig kalt. Aber nur draußen? Ja, drinnen war es schön warm. Im Zelt war es schön warm, ja. Nur draußen war es halt richtig schön frisch, weil natürlich auch die Nacht ein bisschen geregnet hatte. Deswegen war die Nacht auch sehr angenehm. Aber heute früh war es dann sehr feucht und kalt. Aber dafür haben wir ja Sachen bei und die haben wir uns angezogen. Genug gelabert, was wir heute vorhaben, seht ihr nach dem Intro. Ich glaube, die beiden Kinder sind mit der Hosenangel. Schöner Fisch. Guck mal, ich nehme den Fisch an. Da geht's Petri, schöne Barbe. Guck mal, ich nehme den an. Oh, ja. Ja. So, ja, da seht ihr Leonie auch, das Futter umgerührt. Das müssen wir natürlich noch nass machen. Und was haben wir in der Folge vor? Ich und Anne werden hier ganz, neu, ganz normal nebenbei ein bisschen rumfiedern. Mal gucken, was wir so an Band kriegen. Und ich habe Leonie vielleicht schon flüstern gehört. Wir stippen. Genau. Die beiden Kids, die können hier vorne stüppen. Das Gute hier in dem Bundesland kann man jeder mit zwei normale Angeln und einer Stüppe angeln, also sogar mit drei Ruten, wenn die dritte Rute eine unbedingte Stüpproute ist. Wir sind 2 Stunden hierher gefahren. Ja. Nein, ich glaube, ja, 2. Na, sogar länger. 2,5 Stunden oder so. Nee, möchte ich nicht. Möchte ich Kapuze nicht aufsetzen. Wie gesagt, ich kann euch immer nur sagen, es ist wunderbar, mit der Familie angeln zu fahren. Ihr seht es gerade, das ist total herrlich. So, und wie gesagt, die Kinder sollen stippen. Ich habe hier wieder die Black Magic bei. Black Magic. Allround. Die ist ja 10 Meter. Aber die 10 Meter werden wir natürlich nicht für die Kinder hier brauchen. Sondern wir nehmen jetzt nur 3 Teile. Machen dann da vorne eine schöne Stipphose ran. Und dann mal gucken, wie sie mit den 3 Teilen hier arbeiten können. Ja, das bereiten wir jetzt mal vor. Und dann schauen wir mal, was die so fangen können. Also wir waren hier, also ich und Anna, wir waren hier schon mal an der Stelle für, weiß ich nicht, 3 Stunden oder sowas. Und haben hier, da hinten, ja. Und haben hier echt richtig viele Fischarten gefangen, viele Fische in der Zeit. Nicht die Riesen, aber das ist ja eh nicht immer unser Ziel. Und nebenbei, wenn ich quatsche, nehmen wir mal die Stüppe hier raus. Und wir bleiben hier länger. Genau, wir bleiben hier sogar noch eine Nacht. Ja. Und ich habe sogar gar nicht, glaube ich, weiter geredet. Das Ziel, wie gesagt, die Kinder stippen, wir Fieder nebenbei. Und die Kinder sollen so viele Grundeln fangen wie möglich, weil die gibt es hier en masse. Ja? Ich kann mal die Grundeln zeigen, die wir schon gefangen haben. Du kannst denen auch schon mal die Grundeln zeigen, wenn du dann willst. Na, warte mal. Ja, wir haben schon ein paar Grundeln. Und zwar. Die können wir dann zeigen. Ja, ist die Aufgabe. Grundeln zu fangen. Genau, was wollen wir mit den Grundeln machen? Auch, aber was wollen wir heute Mittag essen? Alle. Genau. Heute Mittag wollen wir nämlich die Grundeln essen. Dafür brauchen wir, glaube ich, ein paar mehr als 3. Ja. Ja, dafür brauchen wir ein paar mehr, weil wir haben alles bei. Wir haben den Gaskocher bei, wir haben Mehl bei, wir haben Panko-Mehl bei, damit die schön knusprig werden. Sehr gut. Wundervoll. So. Richtig. Oh, oh, oh. Da hat aber jemand den Fisch lieb. Heizer Fisch. Da, ein wunderschöner Döbel. Ja. Dickes Petri. Dickes Petri, dank. Oh, ihr habt den schönen Fisch von Anne gesehen. Ich weiß ja nicht, Finny hat gerade hinten da die Grundeln gefilmt oder was gefilmt wurde, weiß ich nicht. Jedenfalls ist die Angel jetzt gerade fast ins Wasser geflogen, so sah das aus. Ja,
Also da war kurz ein hektisches Treiben hier neben mir. Mach du mal deine Stüppe. Ich mach mal die Stüppe. Ich habe jetzt hier das Spitzenteil schon zusammengebaut. Da ist ja auch der Gummizug drin. Und jetzt holen wir noch mal die anderen Enden raus hier. Wir haben die Stüppenteile jetzt erstmal rausgeholt. Es gibt ja, ich glaube, 7 Teile und wir benutzen jetzt 5. Also ich weiß nicht, von der Länge her ist das auch schon ziemlich lang. Guck mal nach vorne, da ist die Spitze. Reicht weit genug hin. Ich habe Leo nie mal ausprobieren lassen. Die kann die schön locker nach oben hochnehmen. Das geht eigentlich einfach. Und die Stüppe werden wir jetzt, wie die Profis immer so schön sagen, lang angeln. Wenn das so richtig ist, was ich sage, bedeutet, dass wir die Schnur so lang lassen, dass wir hier nichts abstecken oder sowas mit der Rute. Ja, so wie ich das schon mal in einem Video gemacht habe, sondern einfach nur Angel hochheben und man kommt an die Schnur ran. Und das Geile ist hier, bei der Sitzkippe, die ich hier habe, da kann man hier diese Sicherungsstifte zur Seite schieben. Und dann kann man die nämlich hochheben und guckt mal da, tada, da sind die ganzen Posen drin. Da schnappen wir uns jetzt eine, setzen uns wieder ruf und machen die Stüppe jetzt hier gleich fertig. Huch, da sind wir. So, das Plastik gleich in der Tasche, dass sie nicht wegfliegt. So, und dann drehen wir jetzt nämlich gleich die Stüppe um und dann fuddelt mal hier lang. Und wenn es fertig ist und die Kids anfangen zu angeln, dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Angelfreunde, guck mal hier. Schwenk mal rüber. Na, guck mal her, du kannst die nächste abmachen. Finny hat die erste gefangen hier, die erste Runde mit der Stüppe. Leonie steht schon bereit. Ja, Leonie steht schon bereit mit dem Kescher. Sagt, die kommt in den Kescher und ab in den Eimer. Und wie gesagt, die werden wir, da war es wieder, wie gesagt. Die werden wir dann nachher schön brutzeln. Mal probieren. Zu essen? Ja, na klar. Ja, die Kinder haben ja noch keine Grundeln gegessen. Wir haben das nämlich schon mal gemacht. Mit Anna, warte mal, ich mache jetzt noch eine neue Made ran. Boah, die ist ganz schön hoch. Mhm, aber schön leicht, ne? Ja. Auf jeden Fall leichter als die Bono. Ganz genau. Ja. Habt ihr Finny gehört, ne? Die ist leichter als die Bolo. Dann schwing mal, versuchen wir so ein bisschen rauszuschwingen. Ja, mal gucken, der Rest macht die Strömung vielleicht. Genau, ihr seht das hier. Ach, ich muss aus dem Bild gehen. Oh, ja, die hängt wahrscheinlich. Nee. Warte mal, ich helfe dir mal kurz. Na guck mal, so hoch, wenn du die Angel hoch machst, runter, zack. Und dann fliegt sie. So, und dann kannst du die da hinstecken. Ja, wie so ein Profi wird sich das dann unter die Beine gesteckt. Da treibt die Pose schön in der Strömung. Das ist so eingestellt, dass unten das Blei schön zwar nicht gerade runter, sondern so schräg runter bis zum Grund geht. Und da sind jetzt die Mahnen dran. 2 Mahnen, kleine Haken und dann zupp, zupp, zupp. Und da war die erste Runde dran. Vorher hat sich Leonie probiert, da waren die Fische noch nicht da. Ja, wir haben sogar noch mal eine andere Stelle ausprobiert im strömungsberuhigten Bereich, aber da ging nichts. Und da hang es auch öfter. Ja, da hatte doch öfter gehangen, da ist auch viel Kraut. Da auch. Ja, hier ist auch noch Kraut. Also die Stelle ist so echt top. Anna hat auch mal wieder einen Hammerbiss gehabt. Ja, die sitzt ja da hinten. Oh, da beißt wieder bei Finny. Ja, die sitzt da hinten, guckt euch mal, wie malerisch das aussieht mit der sie Sonne. Hat schön, sie hat schön den Ständer gegrätscht. Ja. Das geht nicht. Ja, das stimmt allerdings hier. Also man müsste die Kamera wirklich durchlaufen anlassen. Anna hat dann hier sieht man mal so, was Anne alles so macht. Genau, dann sieht man mal, was da. Dann, also so tollpatschig bin ich ja nur auch nicht, dann sieht man mal, was Anna alles so macht. Also das ist ja auch nicht schlecht. Ja, die ist nämlich hier an dem Ständer, ist da schön vorbeigerätscht. Aber auch, ich sag mal, sie musste dran vorbeigerätschen, weil die lange Angel, die war schon wieder in eine waagerechte. Also sind entweder jetzt auch so, war auch so ein Döbel gewesen oder vielleicht sogar schon die Barben am Platz. Das wäre natürlich ein Träumchen. Aber das verlangen wir gar nicht. Und wenn wir nicht verlangen, dann klappt das vielleicht. Bei mir hier, die Beenangeln, die schweigen. Da habe ich meine Ruhe. Oh, jetzt.
Ah, schade. Ich kann den Kindern beim Stippen zugucken. Und dann gucken wir mal, schreibt mal ein, wenn die nächste wieder dran ist. Kämpfenden Fisch, sagt die Anne. Kann ich brauche den Kescher. Oh, Kescher. Also, wie sieht das aus? Sieht so aus, als wenn die Anne den Kescher braucht. Oh ja, guckt euch den Döbel an. Schön. Schöner Fisch. Zack. Oh, Petri. Sehr gut. Guckt euch das an. Ein richtig schöner Döbel. Dickes Petri, der zweite schon. Guckt euch das an, Finny schreit, er hat was, er hat was. Alter Schäle. Das ist ja schon ein Schnitzel. Alter, guckt euch die Grundel an. Dickes Petri. Petri Bank. Da ist dein Fang. Ah, die hat Zähne. Nee, das sind die Mahnen. Die hat keine Zähne. Ich hab Angst. Ich will den Kescher kurz. Aber eins weiß ich, die wird nicht ganz so schmecken. Nee, die machen wir nicht. Ja. Also wir machen nur, die Kleinen. Ja, so wie Anne das gerade schon gesagt hat, die Großen hier, die werden wir nicht machen. So, blub, die kommt da rein. Aber die sind ja trotzdem nicht gut für die Gewässer. Aber die werden wir nicht machen, so wie wir das vorhaben. So richtig schön mit der Panade, dass man die so einfach wegknuspern kann. Aber, da habt ihr mal gesehen, da war die Stippe plötzlich krumm. Also, nicht schlecht. Hast du es drauf? Nee, ich glaube, da war die Kamera leider aus. Ich hab's auch nicht gesehen. Wie er geschrien hat. Aber cool. Ja, so kommen jetzt langsam die Fische. Also Anne, die räumt da richtig ab. Aber ich da, auch. Da bin ich schon gespannt, wie das so im Laufe des Tages weitergeht. Aber Finny muss jetzt erstmal hier schön, am besten kleine Grundeln fangen, bitte. Wir brauchen kleine Grundeln. Diesmal brauchen wir wirklich, eigentlich müsste ich ja angeln, weil ich ja mal die Köderfische fange, die kleinsten. Aber ich mache dir mal eine Marder ran und weiter geht's, wa? Dann lasse ich mal gleich die Kamera an, vielleicht kommt ja gleich hier noch eine schöne raus. Ist die Angel wieder fast gerade weggeflogen. Vielleicht wieder ein Döbel. Ja, da kommt irgendwas mit. Irgendwas Schweres. Was Schweres, sagt sie. Ja. Also eine Grunde wird es nicht sein. Nee, vom Maul her. Aus. Ja, vom Maul her sieht es aus wie ein Döbel. Brauchst du Kescher? Ja. Das Schwede, war wieder ein richtig schöner Döbel. Ja. Petri. Petri, Dank. Habe ich doch schon vorher gesagt. Wie oft soll ich das denn noch sagen für einen Fisch? Tja, ist sie nicht nett, die Anne? Ja. Wahnsinn. So bin ich halt. Ich bin jetzt ganz schön müde. So langsam merkt man die Nacht, die wir hinter uns haben. Meine beiden linken Ruten hier, da beißt gar nichts dran. Wenn ich sie raushole, hole ich eine Grunde mit raus. Läuft nicht so ganz. Bei Anne haben wir auch hier Strom ab, so ein bisschen angefüttert. Der geht natürlich gut, weil natürlich das Futter mit der Strömung so runter geht. Und wir haben jetzt, die Killings sind da oben im Zelt verschwunden. Wir haben jetzt so, wissen nicht, um die 12, 13 Grundeln oder was. Und ich denke mal, dass ich das jetzt mal schnell zubereiten werde, dass man so einen kleinen Nachmittagssnack schon mal hat. Und vielleicht fängt man ja weiter welche und kann dann ja nochmal welche machen. Und deswegen denke ich, Entdeckung. Ach Quatsch. Ja, und deswegen denke ich, ich werde jetzt gleich mal die Grundel machen und dann schauen wir mal, ob denn nebenbei noch hier irgendwas geht. Guckt euch mal an, die Anne hat gerade ein Brot gegessen und sie hat angehauen und ich durfte schnell zu Ende drillen. Ich komme ja nicht dazu, die Grundeln zu machen, jetzt muss ich mich endlich hinsetzen, zupfen und braten, aber geiler Fisch, oder? Dickes Petri. Dickes Petri da. Guck mal, Kim. We'll be right back.
So, meine lieben Angelfreunde, jetzt wird es endlich Zeit, dass wir mal die paar Grundeln hier machen. Die Kinder haben leider nicht so lange durchgehalten mit ihrem Stippen, aber es sind 11 Grundeln geworden. Die meisten haben eine richtig gute Größe dafür. Ja, also wir können ja mal gucken. Hier, die haben natürlich die beste Größe für so ein Fingerfood. Hier bei denen hier ist es vielleicht gerade noch so okay. Und mit dem Zupfen, wo man quasi nur hinterm Kopf einschneidet, bis zum Rückgrat, so. Ja, also alle, die es nicht sehen können, einfach mal weggucken, so einschneidet. Dann fasst man das an und zieht es einfach nur nach vorne raus. Gucken wir mal. Zack. Und dann kommt das hier alles, Kopf und Innereien, alles mit raus. Dann haben wir hier, müssen wir gucken, ein bisschen nachreinigen, hier muss man wohl immer ein bisschen. Na, jedenfalls ist dann hier der Fisch, der ist dann hier hohl. Und so bereiten wir jetzt einfach alle Fische vor und dann zeigen wir mal, was wir hier am Wasser so brutzeln. Die Anne habt ihr gerade hier vorbeischleichen sehen, die hat ja jetzt noch, oder zusammen haben wir ja den schönen Bleifang. Kann ja mal mittlerweile weitermachen hier. Es läuft heute, muss man leider sagen, ein bisschen mau. Also wir haben ja nur 4 Fiederruten drin, aber bei den Fiederruten ist eigentlich nur Anne, die da Bisse kriegt. Ist ein bisschen schade. Aber mal gucken, vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal, wa? Oh, die kommt einmal vorbeigeschlichen, da wird nichts gesagt. Woche? Woche? Ich habe gesagt, es ist ein bisschen schade, dass das eigentlich nur auf deiner Seite da gut beißt. Ja. Und ansonsten sieht das ziemlich mau aus. Also meine, habt ihr gar nicht gesehen, ich habe noch eine richtig schöne Plötze gefangen. Ich glaube, die habe ich ja gar nicht gezeigt, würde ich sagen. Was habe ich noch gefangen? Du hast noch Nasen gefangen. Mhm. Ja, das stimmt allerdings. Die Anne hat noch schöne Nasen gefangen. Ich glaube, 2 oder 3? 2? 2 Nasen. Also nein, Quatsch, 3. 3? Bei 2 warst du wach, bei einer hast du geschlafen. Naja, ich habe auch mal hier auf dem Stuhl immer meine Augen zugemacht, weil... Die Nacht war kurz für dich. Die Nacht war sehr kurz für mich, ja. Leider war sie ja nicht erfolgreich, die Nacht, aber kurz. So, wie gesagt, also ich mache das jetzt erstmal hier mit den Grundeln fertig und dann zeigen wir euch, wie wir die hier brutzeln wollen. Ich kann nochmal anmachen und musste mal schwenken. Mal gucken, ob ich die Anne treffe. Da haben wir nämlich die nächste Nase. Na, dickes Petri. Dickes Petri lag. Ja, da habt ihr das gesehen. Hier, und wenn man natürlich die kleinen Grundeln zupft, guck mal, da bleibt natürlich auch wirklich bloß so ein kleines Ding übrig. Und das schmeckt richtig, richtig lecker. Ja, wenn man das zupft, dann bleibt da drinnen, ist da drinnen alles schön leer. Ja, meine Freunde, wir sind fertig. Ich habe da noch mal ein bisschen nachgereinigt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, diese Zupfen von den Grundeln. Ich finde das so lala, also ich muss sagen, Anne besteht da auch drauf, die müssen picobello sauber sein und nicht noch ein bisschen irgendwo ein Fussel dran. Also alle nochmal richtig ausgewaschen, ausgedrückt. Und dann haben wir hier unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Grundeln. Ja, ich habe eigentlich gedacht, das wären so, weiß nicht, 30. Ja, beim letzten Mal haben wir ja auch viel mehr gefangen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also heute ist merkwürdig. Also das Schöne ist ja, ihr habt jetzt die Nase gesehen, dann hat Anne einen Blei gefangen, einen Döbel gefangen. Ein Barsch ist heute schon rausgekommen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Videos schneide, wann die Fische hier waren. Ich glaube, der Barsch war im letzten Video. Der Barsch Video. War, glaube ich, im letzten. Ja, ich glaube, noch in dem Nachtangel-Video. Also die Stelle gibt so einiges her. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir bleiben ja noch über Nacht. Mal gucken, wie lange das Video geht. Ich denke mal, nach dem Kochen hier. Ja. Da wird aber da so ein ganz kurzes Video mit 45 Minuten lang oder so.
Man weiß es nicht. Und wir machen das natürlich ganz, 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 ganz einfach. Wir haben uns natürlich eine Sache noch zugelegt. Ich werde mal hier gleich. Na, Moment, Lini. Wie gedreht? Na, das wird er jetzt. Was ist jetzt hier los? So. Ich wollte schon sagen, lass mich jetzt die Technik in Stich. Oh, hier salze ich eine Spinne von meiner Mütze ab. Ich habe mich wohl schon lange nicht mehr bewegt. So. Stellen wir das mal noch ein bisschen. Los, gerade hier noch eigentlich. Ja, machen wir mal an hier. Dann machen wir jetzt in die Pfanne so richtig Öl. Schön ausreichend. Mal gucken, jetzt kommt ja der Wind rum. Das ist nicht so gut. Steht immer noch total schön. Ja, ich muss da noch ein bisschen nachjustieren. Wenn du schnell da oben, dass du vielleicht ein bisschen Wind stellst. So. Okay. Ja. Wo willst du das Frankum hier reinhaben? Das möchte ich bitte hier reinhaben. Dann haben wir einmal mit. Mal gucken, ob wir die Kamera hier so drüben hinstellen. Zack. Alles? Nö, das reicht eigentlich. Dann haben wir uns nämlich Panko-Mehl geholt, damit die Panade noch ein bisschen knusper wird. Dann haben wir hier natürlich Mehl und hier kommt jetzt gleich noch ein Ei rein. Ne, typisch schnitzelmäßig. Werde hier schon mal gleich die alten Kameraden ein bisschen salzen, aber nur ein bisschen, weil wir haben jetzt schon mal zu Hause Beete probiert und das war komplett ohne Gewürze. War echt gut. Und das war echt gut. Und das nur mit Paniermehl. Und diesmal haben wir hier dieses Panko-Mehl. Mal gucken, wie das funktioniert. Ob es so funktioniert, wie ich mir das denke, weiß ich nicht ganz. Ich habe schon mal ein Problem, ob das Ei aufzukriegen. So. Ja, das Ei müssen wir ein bisschen aufschlagen. Ja, und das ist natürlich jetzt hier so mitten in der Natur, das ist natürlich genial. Also wenn man den Fisch, den man frisch fängt, wo noch zubereitet, ja, und dann kann man hier runter gucken, wie die Angeln da unten stehen. Ich habe jetzt bei mir zwei Pellets dran, zwei Blutleber-Pellets. Mal gucken, was die so bringen. So, Ei erstmal geschlagen. Dann machen wir es natürlich wie in so einer schönen Straße, Panierstraße, wie man sagt. Also erstmal alle in Mehl. Zack, in Mehl wälzen. Da schmeißen wir einfach gleich alle drin. So groß sind die ja nicht. Zack, zack. Zack. Das machen wir uns hier total einfach. Also alle in Mehl wälzen, dass sie schön bedeckt sind. So. Danach werden wir sie durch das Ei einmal andere Seite und dann kommen sie von dem Ei. Zack, in der Panko-Mehl. Dann müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Wir machen das halt alle zum ersten Mal hier mit den anderen Mehl. Aber zur Not hätten wir ja noch Paniermehl da. Ja, aber wir probieren das mal, ja. Sag ich mal. So, dann sehen sie so aus. Und die kommen jetzt da hinten einfach dann in eine Pfanne. Aber erstmal kommen die, zack, alle natürlich schön gleichzeitig dann in der Pfanne. Zack.
Ob ich das schön mache, werden wir sehen, ob das auch schön wird. Doch Fisch kochen kann er, das macht er öfter mal. Das schmeckt immer sehr lecker. Ja, es wurde sich bis jetzt noch nie beschwert. Nein. Es gab ja schon viele Mitesser, aber da hat sich noch keiner beschwert. Und wir zeigen natürlich nicht alles, ne? Also wir haben auch zu Hause jetzt schon mal einen schönen. Doch, warte mal, nee, den Hecht haben wir nie gezeigt, ne? Den wollen wir aber noch. Stimmt, wir haben den zwei gefangen. Das Video ist bestimmt noch nicht draußen. Vielleicht ist es draußen, ich weiß es nicht. Das war nämlich alles ein bisschen spät. Genau, genau, das war alles spät gewesen. Da ging es nicht mehr viel mit Filmen, sondern der musste schnell zubereitet werden. Ja, da werden wir dann nochmal ein Video machen, wie man den Hecht so schön filetieren kann, dass man den grätenfrei essen kann. Ich hätte gar nicht gedacht. Ich kenne auch diese Videos von YouTube, aber hätte nie gedacht, dass das so geil funktioniert. Und das war wirklich so. Ich bin ja echt pingelig, was Gräten angeht, aber ich war echt begeistert. Ja, also hätte ich auch nicht so gedacht, dass das wirklich so funktioniert. So, und haben wir jetzt noch die eine Mini-Grunde hier? Ja. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt, wenn die Grunde mit dem Panko-Mehl jetzt da hinten in die Pfanne kommen, wieder schön, schön dampft. Ob das da dran bleibt? Ob das da dran bleibt, ja. Schauen wir mal. Rein. Also war ja die Größe genau richtig. So, und dann können wir mal kurz auf groß schalten, die Kamera da hinten. Da brutzeln jetzt die guten Grundeln drin. Dann machen wir das hier nämlich gleich wieder alle zu, weil das kann ja sein, dass wir noch mal welche fangen. Und dann machen wir natürlich, oh, jetzt war ich im Weg gewesen, dann machen wir natürlich welche normal. Das geht ja wirklich flott. So. Muss eigentlich nicht. So, dann haben wir hier. Oh, Entschuldigung, einen schönen Pappteller. Da kommen die nachher rein. Was? Sieht man nicht, wird der jetzt die Kamera die ganze Zeit ablaufen? Nö. Also, das ist auch nicht schlecht. Schönes Kochvideo. Ja, das ist ein schönes Kochvideo, oder? Seht ihr das? Ihr hört mich ja quatschen. Das muss erstmal reichen. So wie immer. Und dann drehen wir sie wahrscheinlich gleich um, weil so groß sind sie ja nicht. Na, mal gucken, ein bisschen lassen wir sie noch. Die sind so gleich fertig, ihr seht ihr, die sehen schon richtig lecker aus. Da dreht die Anne da unten wahrscheinlich schon den nächsten Fisch. Vielleicht liefert sie ja eine Grundel nach. Nee, da kommt was anderes. Eine Nase. Und schwuppdiwupp, die Anna hat ihre Beenangel neu ausgeworfen und wir sind hier mit unseren Grundeln fertig. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Das sieht so richtig schön lecker aus. Der wird jetzt erstmal gleich getestet. Wir rufen mal die Kids mal aus dem Zelt raus, ja, damit sie mal ein bisschen frische Luft holen. Obwohl wir dann in der Natur sind, machen die da gerade eine schöne lange Pause drin. Aber für uns vorne am Wasser war das gar nicht so verkehrt. Oh, sagt sie. Weißt wohl schon wieder. Ja, dann sehen wir uns gleich mal zur Verkostung wieder. Guckt an, da sind die Beenfratzen Oma wieder draußen hier. Der Teller ist fertig. Wir kommen zum Ende des Videos und das muss natürlich mal gekostet werden. So, hier, bitteschön. Eine Grundel kannst du einfach oben abbeißen. Mir, du kriegst auch eine kleine. So. Schmeckt nicht? Heiß? Was, dir schmeckt es nicht? Lecker. Findest du gut? Ja? Ich nicht. Okay. Haben wir einmal gut, einmal nicht gut. Ich reich mal an in eine Grunde. Danke.
Pankow kann man sich sparen. Ja. Also muss ich jetzt sagen, also der Fisch schmeckt so wie beim letzten Mal. Also den kann man gut wegknuspern. Das Krasse ist wirklich, damit man die Gräten halt einfach mit isst, weil man den mitkriegt. Die Gründin, das da drin schmeckt lecker, aber das außenrum. Ja, also du kannst dir das auch ab. Also, also das Panko-Mehl ist jetzt auch nicht mein Fall, muss ich sagen. Den nächsten machen wir, glaube ich, mit Paniermehl. Ja. Aber ansonsten, glaube ich mal, das sind die gefangenen Stubfische. Lecker. Am Wasser zubereitet. Am Wasser gegessen. Du kannst hier sehr gerne noch eine Grundel nehmen. Dafür sind die da. So. Mal gucken, ob wir jetzt noch was abkriegen. Macht das auch, wenn ihr Platz im Auto habt und ein bisschen Zeug mitnehmen könnt. Ein kleiner Gaskocher. Die drei Butten hier, ein bisschen Öl. Es geht echt für den Hunger zwischendurch. Ja, man hätte auch mehr fangen können, aber die Bienen haben nicht durchgehalten. Dann hätten sie vielleicht mehr fangen. Und ansonsten sehen wir uns Dienstag oder Freitag 19 Uhr. Und bis dahin. Tschüss, ciao. Tschüss, bis bald.